VDE meldet sich heute vom Digitalkongress in Frankfurt am Main. Ich habe die Freude, ein Gespräch mit dem Herrn Beiderwieden zu führen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Thomas Beiderwieden. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende vom VDE Rhein-Main. Der VDE Rhein-Main ist einer der 29 Regionalverbände des VDE und sozusagen Träger des VDE. Warum sind wir hier? Der VDE Rhein-Main ist Kongresspartner vom Digitalkongress und wir haben hier die Möglichkeit, unseren Verein und die Zusammenarbeit mit der FVM hier auf dem Digitalkongress zu präsentieren. Der VDE in seiner Aktivität der Bezirksvereine hat ja ein ziemlich breites Themenspektrum. Wie würden Sie Ihre Aktivitäten im Raum Hessen überhaupt hier in dem Umfeld Ihrer Mitglieder beschreiben? Oh, das ist vielfältig. Auf der einen Seite stellen wir Kontakte her zwischen unseren Mitgliedsunternehmen und Universitäten, wenn es zum Beispiel um KI geht. Da hatten wir gerade vor einiger Zeit eine Anfrage. Wir werden auch mit der FOM zusammenarbeiten und schauen, wie viel wir da für unsere Mitglieder in diesem Zusammenhang tun können. Des Weiteren veranstalten wir parlamentarische Abende. Das heißt, wir treffen uns mit Abgeordneten in Wiesbaden und diskutieren Themen, die gerade wirklich angesagt sind. Im April war das zum Beispiel das Thema Elektromobilität. Zusätzlich arbeiten wir mit verschiedenen Universitäten zusammen und verleihen den Friedrich-Dessauer-Preis. Damit werden hervorragende Master- und Bachelorarbeiten ausgezeichnet. Sie hatten jetzt schon mehrfach den Begriff FOM erwähnt, also die Hochschule für Ökonomie und Management. Was genau haben Sie da vor? Nun, Digitalisierung ist ein Thema, was heute in aller Munde ist. Und die FOM bereitet eine Forschungsarbeit vor, in der es darum geht, Lernplattformen für mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Und der VDE kann an dieser Stelle, denke ich, sehr gut unterstützen, weil wir eben halt die Kontakte in die mittelständische Wirtschaft haben. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Die Digitalministerin, die Frau Sinemus, hat heute da mehrfach darauf hingewiesen. Sie sprach sogar von dem heimlichen Silicon Valley Hessen. Teilen Sie diese Meinung? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben viele, viele Firmen, die in diesem Bereich tätig sind, mit insgesamt, ich glaube, ca. 140.000 Angestellten. Einige von denen kennt man nicht, aber was vielleicht viele, gerade die Internetbegeisterten, wissen, ist, dass Frankfurt die Internethauptstadt Europas, vielleicht sogar die Internethauptstadt der Welt sind. Der größte D-Kicks-Knoten ist hier in Frankfurt und es gibt einen Ring mit mehr als 10 Rechenzentren um die Stadt Frankfurt verteilt, wo eigentlich alle großen Digitalanbieter dieser Welt vertreten sind. Sehr interessant. Ein weiterer Punkt, der den VDE ja immer schon umtreibt, ist die Nachwuchsförderung. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Wir bieten mit dem VDE eine Plattform, das ist das YoungNet und das sind die Young Professionals. Da bieten wir Netzwerke und Hilfestellung für Studenten oder für Arbeitnehmer, die gerade das Studium beendet haben und begleiten sie in den Beruf mit verschiedenen Veranstaltungen und eben halt auch über das Netzwerk, was der VDE in die Wirtschaft hat. Ich habe heute in einem von den Beiträgen gesehen, dass der VDE sich positioniert hat im Rahmen seiner Normung- und Standardisierungsbemühungen. Ich glaube, da liegen wir ganz vorne, oder? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Eine der Kernkompetenzen des VDE, die Gremienarbeit, die Arbeit für die Normierung zusammen mit dem DKE oder der DKE ist ja ein Teil vom VDE. Und die Folie, die heute Morgen gezeigt wurde, zeigte ganz deutlich, dass sogar weltweit Deutschland hier eine Spitzenposition einnimmt bei der Schaffung von Normen. Und der VDE hat einen ganz starken Anteil daran. Ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg und ich denke, wir hören bald wieder von Ihnen. Danke.